بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sterben die Engel. Erst einmal, die Engel, sie sind ein Teil der verborgenen Welt oder sie gehören zur verborgenen Welt. Und demzufolge darf man nur über die Engel das sagen, was einen authentischen Beleg aus dem Koran oder aus der Sunna hat. Und dass wir an die Engel glauben, ist ein Bestandteil des Iman. Als Jibril alayhi salam den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm im bekannten Hadith fragte nach dem Iman, nach dem Glauben, dann sagte der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm: "An tu'mina billahi wa malaikatihi." Und die restlichen sollen, dass du an Allah glaubst und an seine Engel. Und der Glaube an die Engel beinhaltet verschiedene Dinge. Unter anderem, dass wir an die Namen der Engel glauben. Das heißt, wir haben den Namen Jibril, wir haben den Namen Mikael, wir haben die Namen Harut und Marut. Natürlich nur nach dem Tafsir, der auch sagt, dass sie Engel sind, denn es gibt auch eine andere Erklärung, zwar, dass sie keine Engel sind. Fakt ist, wir glauben an die Namen dieser Engel. Jibril, wir glauben an den Namen, wir glauben an den Namen Mikael und so weiter. Alles, was authentisch überliefert wurde. Der zweite Aspekt, den der Glaube an die Engel beinhaltet, ist der Glaube an ihre Zuständigkeit. Beziehungsweise der Glaube an das, wofür sie verantwortlich sind. Nehmen wir Jibril, Friede sei auf ihm. Er ist verantwortlich für die Offenbarung. Er überbringt von Allah an die Propheten und Gesandten. Das ist seine Aufgabe. Mikael, er ist verantwortlich für den Regen und die Pflanzen auf der Erde. Israfil, er ist verantwortlich für das Blasen in das Horn. Und es gab auch einige, die gesagt haben, dass er einer der Träger des Throns ist. Und wir haben über jeden dieser Engel in einer eigenen Reihe gesprochen. Wer mehr darüber wissen will, der soll sich die Geschichten dieser Engel anschauen. Dort wird er mehr dazu finden, inshallah. Dann haben wir zum Beispiel auch die Engel, die die Taten aufschreiben. Auch an diese müssen wir glauben. Allah sagt im Koran: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atib." Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Dann haben wir Engel, die umhergehen und sie suchen nach den Majalis al-Dhikr. Sie suchen nach den Runden der Ermahnungen, wo über Allah und seinen Gesandten, über die Religion gesprochen wird. Und sie suchen diese Sitzungen und gesellen sich dazu. Und dann haben wir Engel, die beauftragt sind mit dem Schutz der Kinder Adams. Und wir haben auch Engel, die damit beauftragt sind, die Seelen der Menschen und der Geschöpfe zu nehmen. Und wir haben Engel, die mit den Fragen beauftragt wurden, um die Fragen zu stellen, die jeder von uns im Grab gefragt wird. Wir haben Engel, welche die Gläubigen am Tag der Auferstehung treffen, wie es in dem Vers heißt, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Und die Engel werden sie treffen. Und wir haben Engel, welche beauftragt sind, die Paradiesbewohner zu grüßen, wie wir das in der Sura Ar-Ra'id vorfinden. وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. Und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Und dann haben wir die Engel, welche Allah tags und nachts anbeten. Wir haben die Engel, die die Hölle an ihren 70.000 Zügel ziehen. Und an jedem Zügel sind 70.000 Engel. Man könnte die Liste runtergehen. Der Punkt ist, wir haben all das und wir glauben daran und das beinhaltet der Glaube an die Engel. Und natürlich stellt sich hier auch die Frage, ob diese gewaltigen Engel, die wir haben, ob sie sterben oder nicht. Und hierzu finden wir zwei Meinungen unter den Gelehrten. Und die erste Meinung, sie besagt ja, sie werden sterben. Und wie begründen sie das? Sie begründen das mit dem Vers, Kullu shay'in halikun illa wajha. Dass alles untergehen wird, außer sein Angesicht. Also das Angesicht von Allah. Und diese Meinung vertraten die meisten Gelehrten.
dass die Engel sterben werden. Und dies ging sogar so weit, dass Al-Manawi einen Ijma' hierin überlieferte, in seinem Feld al-Qadir. Und wenn sie dann sterben, erweckt Allah der Erhabene sie noch vor den Menschen wieder zum Leben. Und sie beweisen das mit dem Vers, dass alles untergehen wird außer sein Angesicht. Und sie sagen, dass Allah den Untergang für alles und jeden niedergeschrieben hat, außer für sich. Und demzufolge fallen die Engel auch darunter. Das haben wir aus dem Koran. Wir haben aber auch etwas aus der Sunna, aus den Überlieferungen. Was haben wir da? Wir haben eine Überlieferung, die wir immer wieder hören. Und zwar die Überlieferung, in der Abu Huraira sagte, قال Abu Huraira قلت يا رسول الله فمن استثنى الله حين نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Und Abu Huraira fragt, wen hat Allah ausgenommen, wenn ins Horn geblasen wird und diejenigen, die im Himmel sind und diejenigen, die auf den Erden sind, niedergeschmettert werden oder sie getroffen werden von diesem Blasen ins Horn. Dann sagte er, Jibril, wa Mikail, wa Hamalatul Arsch, wa Malakul Maut, hatta idha khamadu, ja'a Malakul Maut, ila al-Jabbar, faqal. Und er erwähnt dann Jibril und Mikail und die Träger des Throns und den Engel des Todes. Und der Todesengel, er geht dann zu den Jabbar, zu Al-Jabbar, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt der Engel des Todes, Ya Rabb, قد مات أهل الأرض وأهل السماء. O Allah, die Leute der Erde und die Leute des Himmels sind gestorben. فيقول الله وهو أعلم. Und Allah wird dann sagen, und er weiß es besser, من بقي. Wer ist noch da? Wer ist noch vorhanden? Dann wird der Todesengel sagen, بقيت أنت يا رب الحي الذي لا يموت وبقي جبريل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا. Und dann sagt der Todesengel zu Allah, dem Erhabenen, du bist noch am Leben, o mein Herr, der Lebendige, der nicht stirbt. Und Jibril ist noch da. Und Mikael ist noch da. Und die Träger des Throns sind noch da. Und ich bin noch da. فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Und dann sagt Allah, der Erhabene, فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيَمُوتُونَ. Und dann befiehlt er, dass die Träger des Throns sterben sollen. Und so werden sie sterben. وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْعَرْشِ فَيَقْبِضُ الصُّورِ ثُمَّ يَجِئُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى الْجَبَّارِ فَيَقُولُ. Dann geht er wieder zu Al-Jabbar, also der Todesengel, er geht dann wieder zu Allah. Und er sagt, يَا رَبْ قَدْ مَاتَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيَقُولُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ. Also der Todesengel sagt dann zu Allah, dass die Träger des Throns gestorben sind. Und dann sagt Allah der Erhabene, وَهُوَ أَعْلَمُ, und er weiß es besser, مَنْ بَقِيَ, wer ist noch vorhanden? Dann sagt der Todesengel, بَقِيتُ أَنْتَ يَا رَبْ الْحَيِّ الَّذِي لَا تَمُوتُ وَبَقِيَ جِبْرِيلُ وَمِكَائِيلُ وَبَقِيتُ أَنَا. Er sagt dann, du bist noch am Leben, mein Herr, der Lebendige, der nicht stirbt. Und Jibril ist noch da. Und Mikael ist noch da. Und ich bin noch da. Und dann sagt Allah, فَلْيَمُتْ جِبْرِيلْ وَمِكَائِيلْ. So soll Jibril und Mikael sterben. فَيَمُوتَانْ. Und so werden sie sterben. وَيُنْطِقُ اللَّهُ الْعَرْشَ فَيَقُولْ يَا رَبْ تُمِيتُ جِبْرِيلْ وَمِكَائِيلْ. فيقول الله له اسكت فاني كتبت الموت على من تحت عرشي. Und er fragt dann, oh mein Herr, lässt du Jibril und Mikael sterben? Und derjenige, der fragt, ist der Thron von Allah. Er fragt ihn, lässt du Jibril und Mikael sterben? Allah wird dann zu ihm sagen, sei still, denn ich habe den Tod für jeden niedergeschrieben, der unter meinem Thron ist. ثم يجيء ملك الموت إلى الجبار. Dann kommt der Todesengel zum Jabbar, zu Allah also. فيقول يا رب مات جبريل وميكائيل. Und der Todesengel kommt und er sagt zu Allah, oh mein Herr, Jibril ist gestorben und Mikael ist gestorben. فيقول الله وهو أعلم. Und Allah sagt, und er weiß es besser, فمن بقي, wer ist noch da? فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا.
Und dann sagt er, du bist noch da, mein Herr, der Lebendige, der nicht stirbt, und ich bin noch da. Und dann sagt Allah, der Erhabene, Anta khalqun min khalqi, khalaqtuka lima qad tara, mut, thumma la tahya. Und dann sagt Allah, du zum Todesengel, du bist eine Schöpfung von meiner Schöpfung. Ich habe dich erschaffen für das, was du siehst. So stirb. Und dann stirbt er. Und dann, wenn keiner mehr übrig ist und alle gestorben sind und nur noch Allah alleine, der Erhabene und Majestätische, vorhanden ist, der Einzige, der Allbezwinger, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist, er sagt dann, während alle tot sind und nur noch er vorhanden ist, Ana al-Jabbar, ich bin der Jabbar, der Unterwerfer oder der Allmächtige, der Gewaltige. Thumma yunadi, dann ruft er, Liman il-Mulku al-Yawm, wem gehört heute die Herrschaft? Thumma yaruddu ala nafsihi, Allah antwortet dann auf seine eigene Frage, weil kein anderer mehr lebt, er ist der Einzige, der noch existiert. Lillahi al-Wahid al-Qahhar, Allah, dem Einzigen, dem Allbezwinger, ihm gehört heute die Herrschaft. Yaqulu dhalika thumma yunadi, das wird er sagen und dann ruft er, Ala man kana li sharikan falyat, fala yatihi ahad, qala dhalika thalathan. Und dann wird Allah rufen, wer mein Partner ist, der soll jetzt kommen. Sie haben neben Allah andere Götter angebetet. Und dann wird Allah diese Partner, diese angeblichen Götter rufen, aber keiner wird kommen. Niemand, weil Allah der Einzige ist, der der wahre Gott ist und der das Recht hat auf Anbetung. Diese Überlieferung ist so gewaltig und sie wird in Dutzenden verschiedenen Werken überliefert, wie zum Beispiel bei Ibn Abi Dunya oder auch in Al-Matalib Al-Aliya oder im Tafsir von Ibn Abi Hatim, Tafsir von Al-Tabari, in dem Werk von Al-Tabarani, Al-Hadith Al-Tiwal, im Werk von Al-Lakai und in anderen Werken, in Dutzenden anderen Werken. Jedoch ist diese Überlieferung, haben die meisten Gelehrten gesagt, dass sie nicht authentisch ist. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Die meisten waren der Meinung, weil sich in der Kette Leute befinden, die nicht authentisch sind und denen man nicht vertrauen kann. Wie auch immer, selbst wenn wir sagen, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist, was definitiv die sicherere Meinung ist und die meisten haben das gesagt, weil die Überlieferer in der Überlieferungskette oder einige von ihnen schwach sind und man ihnen nicht trauen kann. Selbst wenn das der Fall ist, schließt es nicht aus, dass die Engel sterben werden, wie auch aus dem Vers hervorgeht. Aber wir haben am Anfang erwähnt, dass es hierzu zwei Meinungen gibt. Das ist die eine Meinung und die erste und die der Mehrheit. Es gab sogar Gelehrte, die hierin den Ijma' überliefert haben, also den Konsens. Die zweite Meinung, dass die Engel nicht sterben, zu dieser Meinung tendierte Ibn Hazm und einige der Mufassirin, also einige der Tafsir-Gelehrten. Und sie begründen dies mit der Aussage Allahs, die wir in der Surah Zumar finden, in Vers 68, in der ungefähren Bedeutung, und es wird ins Horn geblasen, unterbricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Diesen Vers, außer wem Allah will, haben die begründet, dass die Engel davon ausgenommen sind. Warum? Weil es einige der Tafsir-Gelehrten gab, von den Salaf, von den rechtschaffenen Vorfahren, die Engel hier ausgeschlossen haben, von denjenigen, die sterben werden. Und dies wählte auch unter anderem Ibn Jarir al-Tabari in seinem Tafsir, und er schrieb seine Aussage Qatada dazu, dem großen Imam im Tafsir. Aber hierauf könnte man antworten, dass die Ausnahme der Engel, also dass die Engel hier ausgenommen werden, von dem Zusammenbrechen aufgrund des Blasens in das Horn, dass dies nicht unbedingt heißen muss, dass sie auch ausgenommen werden vom Tod, weil das eine muss ja nicht unbedingt das andere bedeuten. Sie können ja trotzdem sterben, sie können ja trotzdem nicht zusammenbrechen, aber dann trotz dessen sterben. Das zusammenfassend zu der Frage, ob die Engel sterben können oder nicht,
Aber es ist jetzt nichts, weshalb man sich bekriegen sollte, wenn man hier der ein oder anderen Meinung folgt. Ja, es sind zwei anerkannte Meinungen und beide Parteien haben ihre Beweise dafür. Die erste Partei ist definitiv die sicherere, denn die meisten Gelehrten tendierten zu dieser Meinung. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.